Es kann weitergehen mit Super Mario Maker für Nintendo 3DS. Okay, Welt 1-4, da sind wir stehen geblieben. Let's go. Die erste Aufgabe, spring auf den Feuerbärenblock auf der Schiene und erreiche das Ziel. Und die zweite Challenge, besiege Bowser und erreiche das Ziel. Was für ein Feuerbärenblock auf Schienen. Muss ich erstmal gucken. Das sieht aus wie das erste Schloss aus Super Mario Bros. 1. Schön nachgebaut. Ah! Okay, Panik, Panik, Panik! Die Challenges der ersten Level, die wir im ersten Part gesehen haben, waren schon interessant. Ach, auf dem Block sollen wir draufspringen. Die Medaillen habe ich ja schon bekommen, weil ich bis Welt 2.1, glaube ich, gekommen bin. Als ich geguckt habe, ob das Spiel auch wirklich zum Let's Play taugt oder ob der Inhalt so gering ist. Vergleichsweise. So, jetzt gibt mir noch das Feuerblümchen, vor allen Dingen. Naja, ich glaube, in Mario Maker geht das, aber im Original Mario. Bringt die Feuerblume nur einen Maxi-Pilz-Status, wenn man klein wird, nachdem man die Feuerblume hat erscheinen lassen. Das ist irgendwie doof und ich glaube, das war auch nicht so geplant. So, besiege Bowser. Das dürfte gehen. Ganz standardmäßig. Ich nehme ein bisschen Abstand. Es geht schneller, wenn die Feuerbälle quasi direkt verschwinden. Das geht, wenn man vor ihm steht, aber wenn ich das mit Abstand mache, nee, ich bin wenigstens sicher, dass er down geht. Wenn ich direkt vor ihm stehe, so 1 Zentimeter. Auch nur eine falsche Blume kommen. Blume. Eine falsche Flamme aus seinem lodernden Maul und der Fisch ist rasiert. So, jetzt haben wir beide Challenges quasi auf einen Schlag geschafft. Normalerweise erfährt man ja immer erst die zweite Challenge, nachdem man schon was gerissen hat. Okay, das war 1-4. Das ging schon um einiges schneller. Aber ich bin froh drum. Dann jetzt ab nach 2-1. Aber ich glaube, Yamamura wollte sich zuvor nochmal melden, nicht wahr? Gratulation zum Meistern der ersten Welt. Grrr, grrr, du hast nun Zugriff auf 2 neue Elemente, die Brücke und der Lucky Two. Wenn du eine Welt komplett abschließt, erhältst du neue Elemente, die du im Bauenmodus einsetzen kannst. Grrr, wann immer du neue Elemente erhältst, eröffnen sich dir völlig neue Arten, Level zu entwerfen. Probiere sie dann ruhig mal aus. Wenn du so weitermachst, wirst du noch viel mehr Elemente freischalten. Welt 1 sollte dich mit der Steuerung vertraut gemacht haben. In Welt 2 warten sowohl Wasserlevel auf dich, als auch Level, in denen Mario häufig rennen muss. Um zu rennen, musst du nur gedrückt halten, während du bewegst. Du wirst staunen, wie schnell Mario sprinten kann. Wir sehen uns in der nächsten Welt. Also absolut einsteigerfreundlich, ihr merkt das. Nicht nötig, Leute. Aber okay. So, ach, ich habe hier noch gar nichts gemacht. Erhalte mindestens 5 Versuche mit einem Superstern und erreiche das Ziel. Was genau ist es? 5 Versuche? 5 Extra-Leben. Auch das sahen wir bereits in der Wii U-Version. Also so anzugeben von wegen, ha, so viele neue Level. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob die mir folgen sollten. Am Ende gibt es ja einen Stern irgendwo. Warte mal, da ist was. Aber die Goombas, die sich hier bewegen, reichen ja nicht aus. Ach, nee. Ach, guck. Das ist eine... Ah, hätte ich am Anfang machen müssen. Erreiche mindestens 5 Extra-Leben. Damit ich hier eine Combo-Wombo machen kann. Das muss ich ganz nur kurz immer von Anfang an machen. Dann nehmen wir auch jeden Goomba mit. Ich glaube, das ist das Einzige, womit das geht. Wenn wir das schaffen, erfahren wir, was als nächstes hier zu tun gibt. Da oben rechts. Schöne Pixel-Artworks, aber nichts Besonderes. Gerade Nintendo selbst kann sich damit wenig brüsten. Also die Reihenfolge bleibt erhalten, wenn man genug Gegner besiegt. Das werden wohl ziemlich alle wissen. Dann bekommt man irgendwann One-Ups dafür. Das ist der Witz hier. Gut, dass ich gerafft habe, wo sich der Stern befindet jeweils. Geht ein bisschen zäh von Hand, aber ich glaube, viel länger ist der Level nicht. Okay, hier haben wir schon One-Up. Ganz kurz. Nicht die Kette unterbrechen lassen. Aber noch ein Stern. Hallo, wo seid ihr? Hä? Hat das gereicht? Ich habe nicht drauf geachtet.
Waren das 5 Leben? Oder muss da noch irgendwo was gewesen sein? Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Ich glaube sogar, es waren nur 4. Doch. Ich kann nicht mehr zählen, vor lauter Aufregung. Besiege alle Gummis, indem du auf sie springst und erreiche das Ziel. I do this. Whatever you want, I do it. Auf sie springen. Ja, das geht. Also Sterne verboten quasi. Das wollt ihr mir damit sagen. Ich habe hier einen Pilz gesehen. Den gönne ich mir lieber. Sicherheitshalber, man weiß ja nie. Falls die Versicherung am Ende fragt. Ui. Auf sie springen ist jetzt auch falsch ausgedrückt, ne? Auf sie drauf schwimmen. Aber ich weiß ja, was sie meinen. Das ist die Hauptsache. Aktiviere die Sterne am liebsten gar nicht erst. In ihren Blöckchen. Das ist, was ich meinte. Es sind relativ belanglose Level, die wir damals durchgerusht sind. Und hier, so bekommen sie eine krassere Bedeutung. Ich glaube, schwimmende Goombas wie diese gab es ja vorher nicht. Jetzt kommt der Witz. Alter, ich dachte, er killt mich. Hilfe! Ah! Ich habe Angst! Mann! Die haben echt einen Schock verpasst. Ist oben noch jemand? Ich muss mit Abstand arbeiten. Ein Schock meines Lebens. Bin ein bisschen eingeengt. Ey, mit den Flügeln werden die echt gefährlich. Gefährlicher ein Goomba nie war. Unter Wasser mit Flügeln. Ist der letzte? Ich guck nur mal ganz kurz, man weiß ja nie. Mario, halt die Luft noch ein bisschen an. Das müssten sie sein. Da, 15 von 15. Na, ist ja gut. Unterwasser-Action also, ja? Gerne. Sind wir dabei? Das ist prima. Hui. Dankeschön. Ich werde natürlich mein Möglichstes tun, um alle Medaillen zu bekommen. Weiß aber nicht, wie der Schwierigkeitsgrad steigen wird. Ob am Ende echt harte Level da am Start sind. 2-2. Besiege mindestens 10 Gegner mit dem Schweif und erreiche das Ziel. Der Tanuki-Schweif, hä? Was ist das mit den... Mit dem Schuh? Nee, das ist nicht. Das ist der Schuh des Money 2. Lieber Koopa, um den Schweif zu bekommen, brauche ich, glaube ich, deine Hilfe. Das ist ja nur eine Frage. Mhm. Blöd jetzt? Ah. Zählt das? Einer von 10. Mindestens 10 Gegner. Mindestens heißt doch... Es muss noch mehr geben. Eine kann man doch nicht im Schweif erledigen. Im originalen Mario Bros. 3 war es übrigens so, dass er nach, keine Ahnung, 256 Mal oder so... Doch, guck, das geht. War noch einer. Aber das ist ein verdammter Kettenhund, Mann. So. Dass der Kettenhund sich selbst losreißt, wenn man einfach nur ewig wartet. Das ist gut. Hier, zack, zack. Zack. Wie viel habe ich? 7. Da gibt's genug. Ach, da brauche ich mir gar nicht ins Hemd machen. Na, also. Ich guck nochmal vorsichtshalber. Ja. Da hättest du auch 15 machen können. Ganz im Ernst. Zip, zip. Behalten möchte ich meinen Tanuki Suit, aber trotzdem sehr, sehr gerne. Ach ja, schönes Spiel. Mario Bros. 3. Ja, Mario World ist in gewisser Hinsicht besser, aber Mario Bros. 3 dürfte so ziemlich als das beste NES-Game gelten. Wird Mario Maker auch das beste 3DS-Spiel? Zweite Aufgabe nennt sich, besiege alle Kettenhunde mit dem Schweif. Okay, das machen wir. Habe ich ja sowieso schon gemacht. Ich wusste ja nicht, dass am Ende noch so viele Goombas kommen.
Alle Kettenhunde, die können was erleben. Die Marschblatt, die Jungs. Kupi. Ah, wie süß, er nennt den Kupi. Ja. Das Halten des Panzers ist ja schon ein bisschen schwieriger als noch in Mario World dann später. Achso, besiege alle Kettenhunde. Ja, ich gehe erstmal weg. Eigentlich habe ich das eben noch schon gemacht. Also es zählt nicht, wenn man es schon gemacht hat, obwohl... man nicht... soll. Hoffentlich gibt es wieder ein Blatt. Ach komm schon, sei kein Spielverderber. Wird wohl so nichts. Neustart! Turn over a new leaf. Animal Crossing, a new leaf. Genau das könnte es wahrscheinlich schwierig machen auf der 100 Mario Herausforderung. So, es tut mir leid. Ich gebe jetzt mein Bestes. Ich will jetzt die Koopas lieber nicht... die können die erledigen und es ist... Nee. Das wollen wir irgendwie nicht. Das ist gerade nicht so geplant. Es fehlt doch nur noch einer. Jetzt komm mal her hier. Die sind extra da. Schweinehunde. Jawohl, den dicken. Das wär's dann. Feierabend, wir können ausgehen. Komm, helf mit. Oh, fuck. Ah ja, zum Glück spawnen die hier immer wieder. Ähnliche Stelle gab's in SMB 3 irgendwo. Ich glaube, es war sogar eine Wüste, ne? Dann ist ja gut. Aber ich sag jetzt schon mal, es waren wieder nur 3 Level jetzt hier im Part. Aber im nächsten Mal werden wir uns dann hoffentlich, wahrscheinlich mehr vorknöpfen können. Immerhin konnte ich euch schon was zeigen. Das ist doch mal nice. Wir haben alle Medaillen bis 2-2. Weiter geht's dann am kommenden Mittwoch. Also seid wieder dabei. Und ich bedanke mich fürs Ansehen. Daumen hoch auf YouTube vielleicht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!